vier Segen. Ja, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute Folge 73. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit der lieben Caro! Wuhu! Ihr habt sich sehr schon lange gewünscht, weil sie lange nicht mehr da war. Deswegen, ja, heute mal etwas anderes Tagebuch, nicht wie immer. Sondern heute reden wir über ein bestimmtes Thema. Davon weiß Caro sogar noch nichts. Ja, etwas aktuelleres Thema sogar. Es geht um das Trimix-Thema. Das ist zwar schon ein bisschen auch wieder her, aber wir reden heute über das Trimix-Thema. Caro, weißt du... Okay, sie weiß nicht, worum es geht. Ja, das Trimix mit dem Ungeimpft? Ja, genau. Also kurz an alle, die nicht wissen, worum es geht. Trimix hat vor 6 Tagen zum Neujahr hat Trimix auf Twitter gepostet. Was hat er gepostet? Irgendwie frohes neues Jahr aus an die Ungeimpften. Oder genau. Frohes neues Jahr an die Ungeimpften. Und ja, dazu sage ich einfach mal, ich und Caro reden heute ein bisschen darüber. Ich bin nebenbei Skywars. Gleich, ich glaube, das könnte ganz cool sein. Das wäre auch natürlich ein bisschen Abwechslung. Deswegen, ja, Caro, was sagst du denn erstmal dazu? Findest du schlimm? Ja, weil, keine Ahnung, ich... Das ist so komisch. Mein Gehirn ist noch tot, ich komme gerade erst von der Schule und warum ich bin findest müde. Warum findest du das schlimm? Ja, weil das einfach, keine Ahnung. Du bist ein bisschen Corona-Leugnerin. Nein, man soll einfach aufhören, immer Corona mit reinzusehen. Ich meine, es ist ein frohes, es ist ein neues Jahr, man macht Party und jetzt hör doch mal auf, über Corona zu reden, ey. Es bockt einfach nicht mehr. Seit 2 Jahren. Ich bin Corona-Leugnerin als Freundin, ach du heilige Nein. Scheiße. Nein, seit 2 Jahren machen wir die Scheiße und dann braucht man doch jetzt nicht schreiben, oh, frohes neues Jahr, aber nur an die Geimpften, nö. Ja, aber das ist ja erstens nicht ernst gewesen, nicht ernst gemeint. Ja, aber trotzdem, es fuckt einfach ab. Man kann doch einfach mal abschließen mit dem Thema und einfach mal wieder das ja, Leben genießen. Ja, aber täglich sterben Menschen, Caro. Ja, es sterben auch täglich Menschen an einem Autounfall und trotzdem schreibst du ja nicht... frohes neues Jahr an alle, die einen Autounfall überlebt haben. Das ist so ein schlechtes Argument. Carol argumentieren, Mike. Nein, like. Nein. Also kurz, Dings, ich bin auf gar keinen Fall eine Corona-Leugnerin, aber mich packt das Thema mittlerweile einfach nur so ab. Man kann doch einfach mal wieder normal leben. Wenn ich aber ist keine Corona-Leugnerin. Ich schwöre, Corona ist einfach so ein Erwachsenenthema, finde ich. Die Erwachsenen sollen jetzt einfach irgendwie regeln im Bundestag und ich lasse mich impfen und fertig. Ey, nee, was ein Trottel. Ja, GG. Kein Bock mehr. Nee, kein Plan. Also ich finde es ganz lustig, wie es die alle provoziert hat. Da habe ich mich gut amüsiert. Hab mir da ein bisschen was durchgelesen, hab die auch nochmal rein provoziert. Ich hab unter manchen Retweets einfach irgendwas gepostet und Scheiße und so, die waren richtig sauer. Also das fand ich eigentlich relativ lustig. Ich finde auch, jeder sollte sich eigentlich impfen. Aber keine Ahnung, es gibt keinen Grund, warum man sich nicht impfen sollte. Ich war am Anfang von dieser Impfung, also wo so geimpft wurde, war ich auch so, dass man, warum sollte ich mich impfen und so. Habe ich auch relativ spät impfen lassen, erst im September, glaube ich, oder so. Viele waren da schon viel früher geimpft. Aber, ja, weiß nicht. Also ich finde, ja, ich meine, es schadet dir ja nicht, wenn du dich impfst. So, was passiert dir, wenn du dich impfst? Gar nichts. Oder, Caro, was sagst du da? Ja, aber ich finde trotzdem noch, dass es jeder so für sich entscheiden soll. Ja, aber du entscheidest ja mittlerweile nicht mehr nur für dich. Ob du geimpft bist oder ungeimpft, Junge. Wenn du daran sterben willst, dann impf dich halt nicht. Und also, was juckt mich das? Also, in meinen Augen, Leute, die sich nicht impfen wollen, ist einfach nur ihr dummes Ego, Digga, weil sie einfach nicht was tun wollen. Ja, dann lass die halt stur sein, juckt mich doch nicht. Dann, ich bin geimpft, ich bin draußen damit. Also so, hä? Ja, du bist zwar geimpft, aber guck mal, die Leute, umso mehr, also du hast ja, wenn du dich impfst und Corona bekommst, hast du ja einen milderen Verlauf, richtig? Ja. Und gerade, guck mal, es gibt so wenig Intensivbetten und so weiter. Und das ist ja das große Problem. Das ist ja nicht so, dass es egal ist, ob du dich impfst oder nicht. Sonst wäre es ja wirklich egal, aber es geht ja auch um die anderen Menschen. Ja, aber trotzdem sind da ja auch Geimpfte auf den Betten, also... Ich finde jetzt, also klar macht es vielleicht was aus, so, wenn man geimpft ist und so, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses scheiß Thema, Junge. Wirklich nicht. Ich will einfach nur, dass es aufhört, wo man endlich wieder ein normales Leben hat. Ich meine, wir wissen gar nicht mehr, wie es ist, ohne Maske in der Schule zu sein oder ohne Maske im Bus oder ohne Maske im Supermarkt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, das stimmt.
Ja, muss auch Und sagen, gerade zur Zeit ist es auch wieder hochgegangen, glaube ich, habe ich gestern irgendwo gelesen, dass wieder die Junge, Corona-Zahlen wusstest du, hochgegangen dass sind. in Bremen die meisten geimpft sind, aber auch die meisten irgendwie an Corona erkranken? Heißt ja nicht, dass sie dann direkt Also auch. nein, ich will damit jetzt nichts sagen, aber also ich finde das schon irgendwie, Ja, ne? das hat ja. Was, das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Das hat Ja, nur das weil kam ich mal mir. gestern in den Nachrichten, das wollte ich dir jetzt nur sagen. Ja, aber das hat Ich doch würde trotzdem jetzt nichts mit hier, Corona zu tun. Also, wenn du geimpft bist, heißt das ja nicht, dass du dann weniger ich Corona bekommen hast. weiß. Was ist Ich das denn für ein dummes Argument? wollte es Ja, was bringt das, dass du es gesagt hast? sagen. Weil ich es dir nur sagen wollte. Weil ich das in den Nachrichten gesehen habe. Cool, cooler Fakt auf jeden Fall. Und weißt du, wer in Bremen wohnt? Ja, Grüße Liebe gehen Grüße raus. gehen raus an Pole, sucht Kohle. Bitte steck mich an mit Corona. Ich habe keine Lust auf mein Praktikum. Ja. Das war's. Ich snack jetzt einen Croissant. Willst du auch? Nee, danke. Ja, keine Ahnung. Ich finde immer noch, jeder, es sollte bald eine Impfpflicht kommen. Jeder soll sich impfen Impfpflicht. gehen. Ja. Ist auch klar. Also außer an die Leute, die sich nicht impfen können, Digga, die sind damit nicht gemeint. Also wenn man sich nicht impfen kann, weil, keine Ahnung, Eltern es verbieten oder so. Die Leute sind auf gar keinen Fall hier damit gemeint. Und die können ja wirklich nichts dafür, so. Aber Leute, die einfach nur stur sind, deswegen dann zum Beispiel irgendwie Intensivbetten fehlen da oder so. Digga, das sind halt wirklich, ey, man weiß nicht, finde ich auch nicht cool auf jeden Fall. Ja, an Corona sind ja schon viele Menschen daran gestorben, was dann eigentlich unnötig ist. Ey, bitte nicht. Junge, du weißt gar nicht, wie sehr ich dieses Thema hasse mit geimpft, ungeimpft, Junge. Lebt doch einfach euer Leben und ne, es bockt einfach nicht mehr. Wirklich nicht. Also ja, lasst euch impfen, dann brauchen wir die Scheiße hier bald nicht mehr. Bitte nicht, Und Niffi. dann, Niffi, guckst du mal in ja. den Tagebüchern. Ja, deswegen, ja, wenn man sich impfen lässt, ist es einfach für jeden das Beste, was passieren kann. Das ist ja das Ding. Das verstehe ich halt nicht. Habe sich jetzt auch mittlerweile impfen lassen. Finde ich auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Dann können Am Dienstag bin ich fertig. wir. Stimmt, man muss uns zur Apotheke diesen Schein da holen, oder? Aha. Ja, Cliffy, du bist der Beste. Oh mein Gott, Digga, ich hab so reingeschissen. Was hab ich gemacht, Digga? Das ist so peinlich, Digga. Ich schäme mich. Aber ja, also ich glaube, also ich fand den Tweet actually ganz lustig von Trimax und weiß nicht, also ich mag Trimax immer noch. Also ich guck ihn nicht Ich fand so ihn einfach oft. unnötig. Ja, ist gut, du Corona-Lag da. Ich hasse dich. Ihr wisst gar nicht, wie Caro das triggert, Digga. Das ist richtig lustig. Nee. Ja, aber es ist unnötig, ja, aber es ist doch einfach so als Provokation Nein, da. das ist aber einfach nicht lustig. Ich wollte, also. Nein, ich will einfach mal wieder normal leben können und Ja, nicht aber immer das Corona hier, werden wir, ja, das, Corona da, deswegen kommt ja diese da. Ja, deswegen lasst Corona-Impfung, euch doch dafür. einfach impfen, damit ich nicht diese Scheiße Genau, mehr erleben muss. genau so ist es. Das will ich hören, Caro. Sehr gut. Ja, man soll sich einfach impfen lassen, dann ist gut. Wenn man das Ja. macht, dann ist ja alles gegessen so. Und deswegen. Ah, trotzdem ist der Tweet unnötig. Er dient halt als Provokation an die Corona-Leugner, immer noch. Das ist ja das Lustige. Trotzdem nicht lustig. Ja gut, Lust, ob was lustig ist oder nicht, das muss jeder selber betrachten. Ich finde ihn lustig auf jeden Fall. Digga, du hast ihn nicht mal richtig angeguckt. Du hast nicht mal die Retweets angeguckt, Digga. Die waren richtig lustig, wie die alle so sauer waren. Boah, ey. So, jetzt gucke ich dich auf gar keinen Fall mehr, Trimax. Damals mochte ich dich. Jetzt aber echt nicht mehr. Digga, Aber das. Travis macht sich selbst damit wirklich voll viel kaputt. Was juckt ihn das, Digga? Der ist eben das Fuck. Digga, No. Mont hat auch gesagt, jeder, der sich nicht impft, also der ist auch, der sich impfen kann, das aber nicht macht, ist ein Hurensohn. Ja, die sollen auswandern, hat er gesagt. Was hat er gesagt? Die sollen auswandern. Ja, irgendwie sowas, ich weiß auch nicht. Also Und irgendwie. dass sie hier niemand vermissen wird. Ja. Also, Digga, bin ich jetzt schon wieder tot? Mein Pearl kommt nicht. Ich raste aus, Digga, ich bin so schlecht. Ja, weiß nicht, ich find's ganz lustig, was wir da machen. Weil, also mittlerweile finde ich diese Corona-Leugner halt echt. Es gibt halt keine guten, plausiblen Argumente so. Meine Mom war auch so gegen das Impfen, so komplett, Digga. Aber irgendwann habe ich gesagt, dass ich mich impfen lassen gehen will. Damit ich keine Tests mehr und so machen will. Das war mein erster Punkt. Und dann, ja, dann hat sie mich auch mit mir impfen lassen. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, früher oder später wird sich eh jeder impfen.
Ich meine, guck mal jetzt schon wieder, dass das mit diesen ganzen Beschränkungen und so weiter, dass du geimpft sein musst. Ey, wenn das nicht bald aufhört, dann ziehe ich um nach Polen. Ja, also. Mit zusammen mit Laura. Samt mir, hallo, was mit mir? Nee, schade. Ja. Nee, aber finde ich schon, Corona ist halt auch, es geht auch schon so lange, ne? Ich glaube 3 Jahre fast. Also 2019 Ende hat es, glaube ich, begonnen. Ey, das ist schon so krass lang. Zwei, Das, drei Jahre. ja, das geht schon so lange, das ist insane. Ich kann es mir wirklich nicht mehr vorstellen, irgendwie ohne Maske rumzulaufen. Ich hoffe, also es gab ja, also, aber es war immer so, also ich hab damals so ein TikTok gesehen, es gab jedes Jahrhundert immer so ein Virus, Digga. 1900 irgendwas gab es diese Pest irgendwie und die ist ja auch irgendwann später weggegangen. Na, Also ich hoffe, also, oh mein Gott. Also ich hoffe nicht, dass es für immer da ist, aber safe nicht, oder? du Verschwörungstheoretiker. Was? Scheiß drauf. Na gut, on. Oh mein Gott, Digga, habe ich diese Pearl geblockt, Digga. Übrigens, dieses Wochenende sind richtig dicke Turniere, Homies. Ich bin schon richtig gespannt. Gespannt wie ein Bogen. Ich muss morgen zur Schule, zur Klassenarbeit hin. Aber ich gehe nur zur Klassenarbeit hin. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Weil eigentlich hätte ich morgen, müsste ich ja morgen so 3 Tests oder so nachschreiben. Aber dafür bin ich noch nicht gesund genug, auf jeden Fall. Ich habe eine Krankschreibung noch bis Dings. Bis Freitag. Ich habe bis morgen halt eine Krankschreibung. Aber ich will diese Klassenarbeit nachschreiben, damit ich halt einfach. Ja, einfach halt die Klassenarbeit hinter mir ab und dann nicht noch mehr nachschreiben muss. Hat ja schon alles guten Grund. Und deswegen, ja. Da mache ich mich auf jeden Fall drauf gefasst. Ich werde mir heute mal ein bisschen was angucken zu Englisch. Aber sollte hoffentlich nicht so ein dickes Problem werden. Deswegen, ja. Ich gehe mal noch erst zur zweiten Stunde hin. Ey, du Arsch, der hat einen Objektiv zerstört. Ah, schade. Hey, und sonst so, Caro, wie geht's dir? Caro hat heute Mathe-Präsentation gemacht. Erzähl mal. Der meinte, ich habe viel zu schnell geredet. Ja, aber gestern im Vortrag hast du auch echt ein bisschen schnell geredet. Das ist so, ich dachte so, ja, vielleicht einfach nur ein Junge, Chillpack. ich will es einfach nur hinter mir haben. Das ist Mathe. Ich hasse Mathe. Ich verstehe kein bisschen von Mathe. Aber du hast Ja. eine. Zwei, Ey, ich bin juhu. so stolz auf Das Ding Caro. ist, ich habe nur eine 2, weil Flo meine komplette Präsentation gemacht hat. Den Vortrag habe ich so verkackt. Aber egal. Eine 2 ist ein 2, sag ich da immer, wa? Und zwei ist gut. Und ich habe eine 4 in Bio-Klausur. Hey, ich dachte, du hast da nichts hingeschrieben. Nee, das war Mathe. Achso. GG, Better Player wins. Da habe ich. Grüße gehen raus. Ja, die habe ich heute auch zurückbekommen. 0 Punkte. Ja, das ist ja auch Mathe, so. Was juckt das, wa? Sag ich da immer. Das ist ja auch nur Mathe. Ach ja. Aber weiß nicht, gibt es irgendeine Zeit irgendein aktuelles Thema, so, wo man halt reden können? Ich dachte, das war gerade so aktuell. Was Aktuelles? Nicht, oder? Omikron. Schon was mit Omikron da? Und das soll irgendwie so ähnlich sein wie Corona, halt nur nicht so schlimm. Vielleicht habe ich das ja. Mann, jetzt kann ich nächste Woche Aber wieder zur dann Uni steht gehen. das, glaube ich, auch bei Corona-Tests an. Achso. Ach ja, meine lieben Freunde. Ich freue mich schon auf die nächsten Ferien, Digga. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr zur Schule zu gehen. Muss jetzt noch Führerschein machen. Same. Aber echt schon, Digga, das macht halt voll viel Spaß, wieder Minecraft zu spielen und so, Digga. Einfach wegen diesen 1000 Turnieren, die gerade sind. Das ist so schön. Ich spiele auch mit. Ja, Caro. Hier ist Turnier. Ich habe heute mal meine PC-Sex ein bisschen verbessert, aber ich weiß nicht, wie ich Armor-Status. Kann jemand, also vielleicht kennt sich jemand von euch aus. Wisst ihr, wie diesen Armor-Status-Dings fixen kann? Weil bei mir werden nur Schuhe und Hose angezeigt. Und ich weiß nicht, wie ich man das fixen kann. Ich hatte da jemanden einen Trick oder so. Schon alles ausprobiert gefühlt. Dann holen wir uns den ja auch noch. Nee, ich hoffe, ihr habt aber einen guten Tag. Gestern Stream war insane. Ich habe gestern Scrims gespielt. Da haben richtig viele gute Spieler mitgespielt. Da habe ich von 5 Runden 4 gewonnen. Und sogar eine X-Theo-Tour mit Zeus XDDDD. Sehr wild.
mein Gott, er swoopt. Jetzt krieg ich so einen Hals. Ich weiß nicht, was ich heute essen soll. Ich hab gedacht, überlegt, ob ich China essen soll, also China-Nudeln. Ich hab so Bock auf Pierogi. Pierogi, ja. Oder, weiß nicht. Also, Junge, wäre ich jetzt bei dir, ich würde so fett Pierogi essen. Daniel, Digga, ich sterbe, wie scheiße. Oh mein Gott, ich hatte nur Supes, Digga. Ich dachte, ich krieg ihn. Ja, egal. Das war's mit der Tagebuchfolge für heute, Homies. Ich hoffe, das kleine Thema hat euch gefallen mit Caro. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's wieder Tschüss. Heißt. Tschüss. Tschüss. Oh. Wenn's